Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. Wer von uns kennt diesen Spruch nicht, hat ihn vielleicht schon mal selber verwendet oder zumindest von jemand anderen gehört. Die Frage ist aber, stimmt das denn auch? Sagen Bilder mehr als 1000 Worte? Und mit dieser hoffentlich auch für Sie spannenden Frage begrüße ich Sie ganz herzlich zu dieser Videoserie. Mein Name ist Josef Buchner, ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter und Doktorand am Learning Lab der Universität Duisburg-Essen und habe diese Serie Lernen mit Medien, instruktionspsychologischen Grundlagen kompakt für Sie vorbereitet. Kompakt deshalb, weil es wirklich um eine Zusammenfassung geht. Also bitte, das ist nicht alles, was ich Ihnen hier jetzt berichten kann, sondern es geht wirklich um eine Zusammenfassung von Grundannahmen. Und mit den Grundannahmen aus der Instruktionspsychologie starten wir auch heute nun los. Ich wünsche viel Spaß dabei. Aus der Perspektive der Lerntheorien befinden wir uns nun also im Kognitivismus. Also der Blick auf das Lernen, den ich Ihnen jetzt hier anbiete, ist ein Blick aus dem Bereich des Kognitivismus. Ist natürlich ein Unterschied zum Behaviorismus. Im Behaviorismus gibt es eine Blackbox. Wir wissen also nicht genau, was eigentlich beim Lernen passiert. Im Kognitivismus wird diese Blackbox nun geöffnet. Und man geht davon aus, dass es immer einen Input gibt. Und dann eben Lernen auf der Grundlage von Informationsverarbeitungsprozessen stattfindet. Das sieht man also hier in der Mitte mit diesen Darstellungen der Pfeile und der Quadrate. Und es gibt da natürlich immer einen Output, also ein Ergebnis, das man auch sehen kann, zum Beispiel, wenn man dann ein Problem gelöst hat. Wie funktioniert das Ganze nun? Es gibt ein paar Grundannahmen, die eben auf dem menschlichen Gedächtnissystem beruhen. Die sind auch international anerkannt, werden nach wie vor natürlich beforscht und diskutiert. Da können wir mal davon ausgehen, dass es einen sensorischen Speicher gibt, der hier vorne also startet. Das heißt also, wir nehmen Umwelteinflüsse über unsere Sinne auf. Die werden dort für ganz kurze Zeit, so 1 bis 3 Sekunden, abgespeichert. Und nur wenn wir dann entsprechend auch die Aufmerksamkeit auf bestimmte Informationen lenken, dann kommen diese Informationen in den zweiten Teil unserer kognitiven Architektur, nämlich in unser Arbeitsgedächtnis. Das wurde früher auch als Kurzzeitgedächtnis bezeichnet und ist also verantwortlich für alle bewussten Informationsverarbeitungsprozesse. Auch das Arbeitsgedächtnis ist begrenzt. Informationen bleiben hier 30 Sekunden in etwa im Arbeitsgedächtnis erhalten und es ist auch von der Kapazität her begrenzt. Nämlich, wir können nur ungefähr 7 plus minus 2 Elemente gleichzeitig im Arbeitsgedächtnis behalten. Aktuellere Forschung geht sogar davon aus, dass es nur 2 bis 3 Elemente sind. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, was sind eigentlich Elemente? Und hier kommt nun das Langzeitgedächtnis ins Spiel. Wenn wir es also schaffen, Informationen aus dem Arbeitsgedächtnis wieder aufgrund von Aufmerksamkeitsprozessen in das Langzeitgedächtnis zu überführen, dann werden diese Informationen im Langzeitgedächtnis nicht mehr als einzelne Elemente abgespeichert, sondern sie werden gebündelt als Chunks oder auch als Schemata. Das Langzeitgedächtnis ist unendlich groß. Hier können wir also ganz, ganz viele Informationen abspeichern. Diese Informationen werden dann auch wieder an das Arbeitsgedächtnis zurückgespielt. Zum Beispiel, wenn sie automatisiert sind. Automatisiert oder auch Kompilierung genannt, wäre zum Beispiel der Prozess des Lesens. Für geübte Leserinnen und Leser ist es kein Problem, aus den Buchstaben ganze Wörter zu machen und dann sich stärker darauf zu konzentrieren, was möchte uns der Text überhaupt sagen. Also Textverständnis tatsächlich eben auch zu erzeugen. Ungeübte Leser tun sich dabei schwerer und die müssen die einzelnen Buchstaben im Arbeitsgedächtnis abbilden und verarbeiten und deswegen ist es für sie auch schwieriger, dann den Text vielleicht auch zu verstehen, den sie gerade lesen. Ein zweites ganz zentrales Element ist die Elaboration. Elaboration bedeutet nichts anderes, als dass wir das bereits vorhandene Wissen aus dem Langzeitgedächtnis mit neuem Wissen, das also in unserem Arbeitsgedächtnis verarbeitet wird, verknüpfen. Das heißt, es ist also eine Verbindung von neuem Wissen und altem Wissen.
Als Konsequenz daraus muss man festhalten, dass Lernen also immer auch mit dem Vorwissen zu tun hat. Also wenn wir Lernumgebungen gestalten, müssen wir auch berücksichtigen, was wissen denn die Lernenden bereits über diesen Gegenstand oder über diese Lernaufgabe. Weiters heißt es auch, dass Lernen und Passiv ein Widerspruch ist. Lernen ist immer etwas Aktives. Wir müssen uns also von diesem Mythos verabschieden. Lernen ist nicht passiv, Lernen ist immer aktiv, vor allem, weil wir ja, wie hoffentlich dargestellt, um die Informationen im Arbeitsgedächtnis zu verarbeiten und sie ins Langzeitgedächtnis zu überführen, eben ganz aktiv etwas tun müssen. Also zum Beispiel Aufmerksamkeit auf diesen Gegenstand lenken. Jetzt ist natürlich die Frage, die bleibt, warum gibt es trotzdem so viele Menschen, die davon sprechen, dass zum Beispiel schulischer Unterricht in erster Linie passiv ist? Machen Sie sich doch bitte ein paar Gedanken dazu, woher denn diese Annahme kommen könnte. Und im nächsten Video werde ich dann versuchen, hier Aufklärung zu bieten. Bis demnächst.